gesamte Personal. Die eingeteilten Überstunden. Wie oft habe ich dir diese Geschichte eigentlich schon erzählt? Mal. Was? Du hast mitgezählt? Pathfinder, ich glaube, Sie haben den Verursacher der Energieausfälle gefunden. Verständige Professor Herrick. Er soll herkommen und das Ding einfangen. Ryder, dieser Ort ist unfassbar, was? Sie meinen diese leicht verbeulte Raumstation? Sie hätten sie mal vor einem Jahr sehen sollen. Da war sie mehr als nur leicht verbeult. Naja, jedenfalls danke, dass Sie mich ins Team geholt haben. Tan kann mich nicht von der Station werfen. Und es war schön, meine Enkelin mal wiederzusehen. Sie haben sie wirklich vermisst, hä? Und wie? Sie kann natürlich gut auf sich selbst aufpassen, aber es kann trotzdem nicht schaden, in der Nähe zu sein. Nur für den Fall. Pathfinder, danke, dass Sie Raj und Sarah bei der Suche nach Atkins geholfen haben. Er wird seine Zelle nicht so bald wieder verlassen. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Ryder, richtig? Carrie Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. Schön zu sehen, wenn jemand seine Arbeit mit so viel Leidenschaft macht. Das ist sehr freundlich. Manchmal schrecken die Leute wegen der Kamera vor mir zurück. Das ist schade. Also genau das brauche ich. Die Wahrheit, meine ich. Jemand muss die Geschichte, die wir schreiben, festhalten. Es erfordert Integrität, nichts als die Wahrheit festzuhalten. Naja, ich tue mein Bestes und könnte dabei Ihre Hilfe brauchen. Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, Sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Es machte Ihnen nichts aus, dem Direktor der Initiative auf die Füße zu treten? Was soll er denn machen? Uns Gelder streichen, die wir sowieso nicht bekommen? Ich jedenfalls gehe das Risiko ein. Sie auch? Okay, interviewen Sie mich. Also dann. 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen? Wir müssen diese Probleme immer noch lösen. Und dafür muss jeder, unsere Anführer eingeschlossen, mit anpacken. Wir müssen offen aussprechen, welchen Herausforderungen wir uns gegenübersehen und wie wir sie meistern wollen. Sehr schön. Das wird Sie bei unseren Anführern zwar nicht gerade beliebter machen, aber es ist gut, das zu hören. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. Das hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Sie waren großartig. Ich mache mich gleich an den Schnitt. Hallo,
Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Das verstehe ich. Aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder. Edison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind der Held des Tages. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Ja, ich schätze, da sind wir uns einig. Ich wusste, Sie brauchten nur eine Chance, um sich zu beweisen. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet, aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Ich werde noch viel mehr erreichen. Genau dieses Selbstvertrauen brauchen wir. Gehen Sie unbeirrt Ihren Weg. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er Sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen, Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Wir können uns kein Kompetenzgerangel leisten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Wir sollten zusammenarbeiten. Dasselbe sage ich schon, seit wir hier sind. Dann hoffe ich, ich kann den Pathfinder von mir überzeugen. Ich habe Bedenken wegen Eos Ryder. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Cat-Angriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wenn die anderen goldenen Welten da sind, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die Cat durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut, auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Ich hatte nicht darum gebeten. Natürlich nicht. Und ich befürworte diesen Enthusiasmus. Klar. Ryder, hier ist Harry. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrer Schwester zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Mach ich. Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Edison melden. Richtig. Sie hat... Ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken. Wir reden hier von der Geißel, Direktor Tan.
Die Stimmung auf der Nexus hat sich seit EOS völlig verändert. Das kann man wirklich spüren. Ein neuer Außenposten, Hilfe durch einen Pathfinder, Menschen wachen auf. Es ist ein Neubeginn. Aller guten Dinge sind drei, wenn man einen Pathfinder dabei hat. Aber auf das Glück ist nicht immer Verlass. Ab jetzt ist es harte Arbeit. Aber es tut verdammt gut, wenn man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Dann die Wartungsflugs. Ryder, Ihr Start war vielversprechend. Ich habe ernst gemeint, was ich gesagt habe. Sie sind jetzt ein Symbol für die Hoffnung, dass die Dinge besser werden. Aber ich mache mir Sorgen über dieses Terraforming-Netzwerk. Was wissen wir schon wirklich darüber? Es ist anders als alles, was wir je gesehen haben. Jemand muss große Pläne mit diesem Cluster gehabt haben. Aber wer? Das wissen wir noch nicht. Aber zumindest sind wir schon mal auf seiner Spur. Haben Sie noch weitere Anliegen? Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte. Ach, wie bedauerlich. Wir versuchen, den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln, ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat. Solche Dinge sind nur selten einfach schwarz und weiß. Das ist mir bewusst. Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Verbannen wir ihn wegen Mordes? Da unten herrschte das reinste Chaos. Es ging um Leben und Tod. Aber sein Schuss hat Reynolds nicht getötet. Wir müssen ihn gehen lassen. Sie sind ein äußerst sachlicher Mensch. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Aber gut, damit wäre es entschieden. Er wird für seine Rolle in diesem Chaos gemeinnützige Arbeit leisten. Aber er ist ein freier Mann. Zumindest können wir diese unangenehme Angelegenheit jetzt hinter uns lassen. Wir registrieren feindliche Aktivitäten. Einsatzzentrale, erbitte Bestätigung. Nein, das wollten wir so nicht. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forscher? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brecker zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck.
Hallo Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr Sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für Sie tun. Oder ganz simpel, je mehr Sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf, herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr Sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelett zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten Stunde erfolgen. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten Stunde erfolgen. Der verurteilte Mörder Lilken Rancis wurde begnadigt, nachdem die Ermittlungen des menschlichen Pathfinders seine Unschuld bewiesen hatten. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ich habe Ihnen was zu sagen. Gibt's ein Problem? Ihr Vater ist mein Problem. Er ist unser aller Problem. Wir bezahlen alle für Alec Ryders Ego.
Er hat Jean Garstens Vertrauensseligkeit ausgenutzt und uns an diesen gottverlassenen Ort verfrachtet. Jetzt ist sie tot und wir werden ihr alle bald folgen. Hey, mein Dad ist für diesen Traum gestorben. Er hat versucht, die Sache für uns alle wieder in Ordnung zu bringen. Toller Traum. Von wegen in Ordnung gebracht. Fahren Sie zur Hölle, Pathfinder. Willkommen zurück, Scott. Ich nehme an, deine Basis ist hier, im SAM-Kern? Korrekt. Hier ist meine zentrale Prozessoreinheit untergebracht. Ich kann aber mittels Quantenverknüpfungskommunikation mit Ihnen und dem Pathfinder-Missionsteam in ständigem Kontakt bleiben, auch über große Entfernungen. Was kannst du mir sonst noch über mein Implantat erzählen? Das Implantat gewährt mir direkten Zugriff auf Ihre Sinnesorgane. Ich sehe, höre und erlebe dieselben Stimuli wie Sie im Feld. Diese Rohdaten ermöglichen mir ein Feedback und eine Analyse der Lage in Echtzeit. Und dann hat Dad die Geheimzutat hinzugefügt. Er hat meine Zugriffsbeschränkungen auf die Pathfinder-Physiologie entfernt. Aha. Versprich mir einfach, dass du nicht mein Gehirn röstest oder sowas. Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Erlek hat mir das beigebracht. Ich werde ihr Gehirn nicht rösten. Das wäre für uns beide ein unschönes Ende. Für mich mehr als für dich. Was hast du mit symbiotischer Beziehung gemeint? Eine Symbiose ist eine Verbindung zwischen zwei Lebensformen, die beiden Vorteile bringt. Eine Blume gibt einer Biene Nektar und erhält dafür Pollen. Die Biene wird satt, die Blume kann sich fortpflanzen. Bei mir ist das ähnlich. Meine eigene Evolution wurde durch die Erfahrungen Ihres Vaters geformt und das wird sich jetzt mit Ihnen fortsetzen. Zum Ausgleich erhalten Sie von mir Fähigkeiten und Analysen, die das menschliche Potenzial übersteigen. Wir profitieren beide. Weißt du Näheres über Sarahs Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt sie so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. Über welche Fähigkeiten verfügst du? In jeder Arche gibt es eine SAM-KI, eine simulierte adaptive Matrix. Jede ist eine künstliche Intelligenz, die Alec Ryder zur Unterstützung der Pathfinder und ihrer Teams entwickelt hat. Aber KIs sind in der Milchstraße illegal. Wie hat mein Dad das umgangen? Es gab Ausnahmen. Für die Initiative war seine Forschung bei der Mission unverzichtbar. Wir wurden im Geheimen entwickelt. Es gibt also noch andere SAMs? Korrekt. Allerdings hat Ihr Vater meine Routinen bis zur Abreise der Hyperion immer wieder modifiziert. Ich bin der höchstentwickelte SAM der Initiative. Das war vorerst alles. Natürlich. Willkommen zurück, Scott. Dr. Aridana aus dem Tech-Labor hat ein paar Gleichungen gesendet, die du lösen sollst. Ich bin bereit. Übertragung läuft. Viel Spaß damit. Hey, was zum... Sam. Schadcode entdeckt. Bitte warten. Sam? Versuche, Schadcode zu deaktivieren. Bitte warten. Kann ich irgendwas tun? Sam? Ist das eine weitere Fehlfunktion oder... Sam, versuchst du mir irgendwas zu zeigen? Okay, ich glaube, ich hab's. Sam, rede mit mir. Hallo Pathfinder. Bitte initialisieren Sie die Konsole, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Sam, was ist passiert? Die Gleichungen enthielten einen Trojaner, ein Virus. Mit dem direkten Ziel, unsere Verbindung zu trennen und mich hilflos zu machen. Eine Wiederherstellung der Verbindung wäre nicht möglich gewesen.
Um so ein Virus herzustellen, wäre ein erstklassiger KI-Programmierer erforderlich. Ja, nur meine einzigartigen Anpassungen haben permanente Schäden verhindert. Entriegle die Tür. Wir müssen ins Tech-Labor. Mal sehen, was Dr. Ari Derner dazu sagt. Nexus gehen auf unbestimmte Zeit weiter. Besucher werden gebeten, die betroffenen Bereiche zu meiden. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Und, wie ist es gelaufen? Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Danke für nichts, Ausbildung. Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Gelöst? Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch. Wie ist das Virus dann in Ihre Gleichungen gelangt? Vielleicht wurden meine Dateien verändert oder ersetzt. Aber warum? Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder-mit-KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tan. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Warum sollte jemand künstliche Intelligenz hassen? Synthetisches Leben hat andere Bedürfnisse und Motivationen. Es kann geheimnisvoll sein und mächtig. Viele fürchten, was sie nicht verstehen. Wenn diesen Leuten nichts Besseres als Graffiti einfällt, würde ihnen ein wenig künstliche Intelligenz vielleicht ganz gut tun. Ganze Spezies wurden von der KI, die sie erschaffen haben, ins Exil getrieben, Champ. Sowas hinterlässt Spuren. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Ich kann mich ja mal umsehen. Künstliche Intelligenz ist eine Bedrohung für jedes organische Orte Pathfinder Rider. Hallo, verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Avina gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit. Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Mit wem rede ich gerade? Mit einem Freund. Unsere Bewegung hat das Virus geschickt, um sie zu retten. Pathfinder. Die wissen möglicherweise nicht, dass ihr Virus gescheitert ist. Wenn sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen sie vielleicht ihr Vertrauen. Hallo, Ryder. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass ich frei bin. Danke. Dafür gibt es unsere Bewegung, um Menschen wie Ihnen zu helfen. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Oh, Knight ist unsere Gründerin. Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Von wo aus führen Sie dieses Marionettentheater durch? Von unserer Zuflucht. Ich frage Knight, ob Sie uns besuchen dürfen. Großartig, danke. Ich kann nichts versprechen.
aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen und eine Anführerin namens Knight haben. Sie und Ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der Mensch-KI-Partnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Wir müssen sie finden. Sie haben mir ein... Haben Sie das vom Vortex gehört? Das könnte neu... Das Teil gehört da nicht hin. Ich muss Cash sagen, dass sie bei ihren Mechanikern was unternehmen muss. Behalten Sie hier hinten alles im Auge? Ja, ich versuche zwar die Kontrolle zu behalten, wenn wir weg sind, aber es ist schön, auch mal persönlich alles zu überprüfen. Es läuft gut, hoffe ich. So gut es mit begrenzten Ressourcen laufen kann, ja. Kleine Schritte. Ich glaube, Lexi möchte mit Ihnen reden. Ich bin in der Küche, wenn Sie mal Zeit haben. Nett haben Sie es hier. Saubere Luft, Pflanzen. Das hilft mir beim Denken. Beschäftigt Sie etwas? Vielleicht. Was zum Teufel war das? Ich kenne diesen Blick. Das ist nur die Reaktion meiner Biotik auf das alles. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes. Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia, zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen. Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich kann ziemlich gut zuhören. Ich hoffe, als Pathfinder sind Sie ebenso gut. Als ich sagte, ich würde Ihnen nicht im Weg stehen, war das ernst gemeint. Aber
Ich habe mich als rechte Hand ihres Vaters jahrelang vorbereitet und dann wählt er sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Sie und ich, Seite an Seite, das hört sich gut an. Seien Sie nicht charmant, wenn ich wütend auf Sie bin. Sind Sie das? Sie glühen gar nicht. Vielleicht ein bisschen errötet. Hören Sie, wir haben nach wie vor die Mission und viele Träume, die wir wahr werden lassen müssen. Selbst wenn, liegt ein riesiger Berg Arbeit vor uns. Mit harter Arbeit hatte ich noch nie ein Problem. Meine Biotik, dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Willkommen auf der Tempest. Ärger ist unser Geschäft. Mir gefällt, wie Sie denken, Kleiner. Irgendwo ist mal jemand zusammengezuckt, als ich das gesagt habe. Vermutlich Tan. Verdammte Politiker. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Ihre Leute müssen doch gewusst haben, was Sie erwartet, als Sie die Nexus verlassen haben. Klar, aber wir hatten auch nicht sonderlich viele Optionen. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. Ihr Volk steht an erster Stelle. Für mich hat die Sicherheit von Cash und der Kolonie oberste Priorität. Deshalb komme ich auch gerne mit und helfe dabei, diese Galaxie ein wenig einladender zu machen. Dagegen lässt sich nichts sagen.
Hallo Scott. EOS war eine Lektion zum Thema Kontrast. An Alec Ryder wurde fast nie gezweifelt. Seine Errungenschaften wurden für selbstverständlich gehalten. Aber sie waren trotz Zweifel und Angst auf EOS erfolgreich. Emotional ist der Unterschied ungefähr damit vergleichbar, ob man einen Ball fängt oder einen Stern. Sie sind daran gewachsen. Und ich auch. Danke, Sam. Das genügt. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihre Schwester zu kümmern. Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Tepero. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Das wusste ich gar nicht. Würden Sie mir vielleicht mehr darüber erzählen? Bei einem Abendessen zum Beispiel? Die Sache ist die, Ryder. Sie sind nicht mein Typ. Und wer ist Ihr Typ? Jedenfalls kein Patient. Ich muss sie klinisch betrachten können, ohne Ablenkung. Ich lenke sie also ab? Nicht annähernd so sehr, wie Sie denken. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav sein Gemüse isst. Wo ist mein Datenpad? Oh, wie bist du denn darunter gekommen? Suvi, haben Sie gerade mit Ihrem Notizbuch geredet? Oh ja, schon möglich. Das mache ich manchmal.
Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Weichen Sie aus. Sam, kannst du uns helfen? Kollision steht bevor. Voller Halt! Jetzt! Kettschiffe, ein Dutzend. Nein, mehr! Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück! Wo ist der, der die Relikte aktiviert hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte! Sie stehen doch mir im Weg. Wer sind Sie? Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in Ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Sie können doch kein Schiff kapern, weil Ihnen gerade danach ist. Für wen halten Sie sich eigentlich? Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Bericht. Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Kello? Ja. Gut gemacht. Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Wir werden gerufen. Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Hören Sie, tut mir leid, dass wir einfach hier aufkreuzen, aber ich schwöre, wir sind die Guten. Ethanola, fahren in Gassadregara. Ethanola. Sie zwingen uns zur Landung. Dann landen wir. Ja. Ha, wow, das ist wunderschön. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Wenn das hier schlecht ausgeht und ich gefressen werde, selbst wenn es lustig ist, löschen Sie die Videos, ja? Muss ich meine Schuhe ausziehen? Nathan Rohr.
Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon, Jol. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Entschuldigen Sie. Ohne Warnung und brennend hier zu landen, war nicht unser Plan. Gut zu wissen. Sonst wäre es ein sehr schlechter Plan gewesen. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Das ist nur ein Scanner. Stecken Sie das weg sofort! Ja, schon gut. Ich glaube nicht, dass Grund zur Besorgnis besteht. Lass sie einfach vorerst nicht auf die Straße. Ich kann nicht sehen. Weiter. Okay. Wenigstens sind es nicht die Cat. Wir hätten ihr Schiff nicht landen lassen dürfen. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Ephra wartet drinnen auf Sie. Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Wir sind auch schon auf die Cat gestoßen. Dann verstehen Sie es ja wirklich. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Ephra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft Sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Ephra. Verdammt!
Ich gebe Volt nicht auf. Ephra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Meine Leute hatten den Mut, aus der Milchstraße nach Andromeda zu reisen. Ich würde alles wagen, um sie zu retten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschai ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Ich möchte Ihnen zeigen, wozu ich fähig bin. Geben Sie mir einfach Ihre Zustimmung. Sie wissen nicht, womit Sie es zu tun haben. Die Angara und auch die Cat haben vor Jahren gelernt, wie gefährlich die Gewölbe sind. Wir sind fertig. Ephra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschai würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu. Ich bin Jor Amadarav und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Das wird nett. Ich hoffe, Sie mögen Gesellschaft. Hoffentlich bereue ich das nicht. Hoffe ich auch. Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Handel? Handel. Handel. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Cat haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn? Ihr Schiff. Das steht nicht zum Verkauf. Ein Versuch war es wert. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja. Mein Name ist Soka. Ich transportiere Fracht zwischen Aya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Nur um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. Was verstehen Sie unter Probleme? Naturkatastrophen, Raubtiere, Unglücke. Was verstehen Sie denn darunter? Dasselbe. Was genau befördert Ihr Lieferant? Vorräte, die ich brauche. Dinge, die mein Volk am Leben erhalten. Unverzichtbare Güter. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Nav-Punkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen.
Dann handeln wir vielleicht. Weiter dürfen Sie nicht. Seien Sie da draußen vorsichtig. Bin ich doch immer. Bei den Sternen, Sie sind's. Ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben Ihre Heimat verlassen, um den Orkusnebel zu durchqueren. Ist es wahr, dass Sie nie wieder zurück können? Ja, das hier ist jetzt unser Zuhause. Ein solches Risiko einzugehen und Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wieso haben Sie das gemacht? Um vielleicht jemanden wie Ihnen zu begegnen. Und ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Können alle Menschen so gut mit Worten umgehen? Das werden Sie selbst rausfinden müssen. Ja, ich schätze, das muss ich wohl. Jetzt bin ich an der Reihe, Ihnen eine Frage zu stellen. Verraten Sie mir Ihren Namen? Oh, natürlich. Ich bin Avila Kejar, Kuratorin des Geschichtsspeichers. Wir studieren Artefakte aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen zusammenzusetzen, was wir durch die Geißel verloren haben. Und um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Pathfinder, wie viel wissen Sie über unsere Geschichte? Ich muss noch viel lernen. Vor mehreren Jahrhunderten war mein Volk das Ziel der Geißel. Als erstes hat sie unsere Schiffe ausgeschaltet. Viele dieser Schiffe stürzten auf Haval ab. Die Wildnis dieses Planeten steckt also voller Geschichte. Ein Wissenschaftler auf Haval hat mir vor kurzem den Nav-Punkt einer unberührten Absturzstelle übermittelt. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Leider patrouillieren in diesem Gebiet Relikte, weshalb wir nicht nah genug rankommen. Nicht so, wie Sie es können. Woher wissen Sie über mich und die Relikte Bescheid? Ich habe Freunde beim Widerstand. Sie haben Ihre Unterhaltung mit Aphra mit angehört. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber Sie haben ein Schiff und die Möglichkeit, an den Relikten vorbeizukommen. Ohne Ihre Hilfe kann ich nichts tun. Sie sind Eindringlinge. Ich wollte schon immer mal archäologisch tätig werden. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Falls Sie etwas finden, ich bin hier. Danke, Pathfinder. Schön, Sie wiederzusehen. Sie sollten nicht hier sein dürfen. Ich sollte jetzt gehen. Kommen Sie bald mal wieder vor. Ihr Schiff ist... Wir haben nichts Vergleichbares. Warten Sie, bis Sie es von innen sehen. Wird es etwa noch besser? Absolut. Können wir aufbrechen? Ja, es wird Zeit, dass ich Sie dem Rest meiner Crew vorstelle. Ich sage nur, dass dieser Erstkontakt zumindest besser gelaufen ist als der letzte. Aber nur minimal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich wollte mich dort umsehen. Und jetzt müssen wir noch jemanden durchfüttern, was auch immer er ist. Funktionieren die Translator nicht? Sie funktionieren. Ach, kommen Sie schon. Könnten wir bitte alle versuchen, einfach nur zuzuhören?
Oh, Sie bitten uns. Interessante Strategie. Wir sind unserer besten Spur hierher gefolgt und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Jarl hat angeboten, uns so gut er kann dabei zu helfen, Zugang zu dem Gewölbe auf Aya zu erhalten. Und wie soll das gehen, wenn wir den Planeten verlassen, auf dem es sich befindet? Das ist eine gute Frage, Jarl. Echt jetzt? Beruhigen Sie sich. Ryder hat recht. Wir haben einen Angara unter uns, also hören wir uns doch einfach an, was der Neue zu sagen hat. Vor etwa 80 Jahren trafen eines Tages der Archon und die Kett in Helios ein und der Horror begann. Sie haben ihnen den Krieg erklärt? Was sie tun, lässt sich nicht so einfach benennen oder bekämpfen. Die Kett entführen Angara. Sie verschwinden einfach spurlos. Was, wenn das unsere Leute wären? Hey, von mir aus können wir gerne den ganzen Tag gegen die Kett kämpfen. Aber das ist kein Plan. Das sehe ich auch so. Wir müssen in dieses Gewölbe, Ryder. Ich sag's nur ungern, aber ich muss Phoebe recht geben. Unsere Mission hat Vorrang. Wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Und er ist gut. Jarl? Der Widerstand benötigt Unterstützung. Ich habe heute Morgen den Auftrag erhalten, zu zwei unserer Welten zu reisen. Und Sie werden mich begleiten. Weil? Weil Sie dadurch Ephras Vertrauen gewinnen. Und das wollen Sie. Jarl hat mir von diesen beiden Welten erzählt. Haval und Vold. Vor der Geißelkatastrophe war Vold ein blühender Planet, auf dem Milliarden von uns lebten. Ein strahlendes Zentrum der Technologie und des Lebens. Und jetzt? Jetzt ist er das Zentrum unseres Bodenkrieges gegen die Kett. Unsere Basis kämpft gegen ihre Einsatzzentrale um die Kontrolle über den Planeten. Und was ist mit dem anderen? Havar ist die Geburtsstätte der Angara. Aber die Lage dort verschlechtert sich. Er wird wild und gefährlich. Wir vermuten durch die Relikte. Jetzt wird's interessant. Wir haben vor kurzem den Kontakt zu unseren Wissenschaftlern verloren. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern uns das alles helfen sollte. Ich schon. Helfen Sie uns. Oder eher, helfen Sie mir. Und ich setze mich für Sie ein, richtig? Jarl will nämlich ebenfalls in das Gewölbe auf Aya. Pathfinder, es ist Ihre Entscheidung. Lassen Sie mir etwas Zeit, unsere Optionen abzuwägen. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Wie auch immer Sie sich entscheiden, wir werden bereit sein. Jarl, geben Sie Kello die Nav-Punkte der beiden Planeten. Gehen wir es an. Ich ordne immer noch meine ersten Eindrücke, aber schon ihr... Ich kann meine erste Sitzung mit Jarl kaum erwarten. Die Biodiversität auf Aya ist so unglaublich groß. Und die Wasserfälle... Genau wie auf Sir Cash. Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen.
Anomalie auf den Sensoren. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Anomalie geortet. Schicke Sonde aus. Satellit entdeckt. Scheint zum größten Teil unerforscht zu sein. Früher war es mal kartografiert. Dann kam die Geißel. Aus alt wurde neu. Ich empfange etwas. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden.
Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Satellit entdeckt. Manchmal vergesse ich, wie klein wir sind. Vorkommen in diesem System haben früher die Industrie auf Voth und darüber hinaus versorgt. Eines Tages ist das vielleicht wieder so. Anomalie auf den Sensoren. Schicke Sonde aus. Empfange Daten vom Asteroidengürtel.